Hallo und herzlich willkommen zu Tag Nummer 12. Mittlerweile sind einige Tage zwischen 11 und 12 vergangen. Ja, es gibt noch andere Games außer Zelda. I know, it's crazy. Ich habe mir ein bisschen Kuchen mitgebracht, damit wir Zelda auch in aller Ruhe genießen können. So. Und heute, meine Kerle, wird es, glaube ich, Zeit, die Schreine zu machen. Like all of them. Zumindest soweit der Plan. Vielleicht machen wir auch einen Abstecher drüben nach Eventide. Weil wir da ja so oder so hin müssen, wenn wir hier unten die Sachen machen wollen. I guess. You know, wir können das eigentlich auch gleich sofort machen. Ich meine, da drüben werden definitiv wird ein Schrein sein. So, why not, I guess? Das ist ein halbes Boot quasi. You know, that is ship enough. I can work with that. Basically perfect, ne? Kann ich das Segel da haben? So. Wir haben heute übrigens Sonntag, Pfingstsonntag. Nächste Woche. Also ja, nächste Woche. Diesen Montag ist frei. So, we have a lot of time to play this game. And I love it already. Sag mal. Naja, das dürfte keinen Sinn machen, oder? Nee. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Segel haben will. Ein Segel ist natürlich anfällig. You know what? Fuck this. Planänderung. Genau. Ein paar Deko-Sachen an die Seite. Basically perfect. Naja. Darüber lässt sich wahrscheinlich streiten. Aber you know. You can surely use it. Ich wollte gerade sagen. Na dann, ab nach Eventide rüber. Hieß das Ding nicht Eventide? Ich war mir ziemlich sicher, dass es Eventide heißt. Stimmt, hier ist auch gerade noch markiert unseren. Wait, what?
Ah, ich habe genau den Chasm getroffen. Und da kann ich ja kein Ding entsetzen. Alles klar. Well, it should be a smooth ride from here. Ich glaube, da haben die Monster was gebaut. Ich bin sehr fies Spieler. Da sind Möwen. Oh boy. I'm sure Geneva Conventions doesn't exist here, right? Ich habe keinen Bogen. You know I deserve that. Alter, Mighty und Armored Porgy, also beide, both the best, arguably. Insane. Also wirklich insane. Wie viele von den Dingern da waren. Wir achten auf den Möwen. Basically angelegt. Und wir merken, wir werden nicht direkt in, naja, in den Challenge Mode gepackt. Habe ich eigentlich. Of course I didn't. Okay.
Korok. Natürlich. Concussion. Something, something, Silbergegner. Ja, der Paddel ist immer noch da. Der hat Eisfrüchte hinten drauf. Nein? Okay. Ganz nett hier. Ah ja. Ah, cool. Auf Time Shenanigans. Gib mir mal Schnikus. Und dann gib mir ebenfalls mal Klatschus. Ah, das sind so Pakete von Dingens. Wie heißen sie denn? Von Lurlane, genau. Would you like to go away? Look at him, he's tired. Das Leben haut nicht ganz hin mit der Menge an Gegnern, die hier stationed sind. Also gibt es wahrscheinlich irgendwo einen Typen, der mega high level ist und das gesamte Leben quasi beinhaltet.
What update? It's raining. Gut, dass die Ghosts nicht als Interaction oder so zählen. Und jetzt auch noch Regen. Ja, das ist noch besser für uns, weil Regen hört man uns schlimmer. Schlimmer? Schlechter. Könntest du das gesamte Leben haben von dem Camp? Ja. Aber holy shit, haben wir dem eine gegeben. Okay. Also das waren tatsächlich alle. Ich werde erst den Tempel hier finden, weil ansonsten komme ich aus dem Chasm nicht wieder raus. Also infiltraten wir wahrscheinlich als nächstes das Camp da drüben. Wir hatten noch nie eine Swift Pilot bevor. Wow. Alright. Die sind eigentlich nicht so selten. Aber wahrscheinlich habe ich sie wirklich bisher nie gesammelt gehabt. Ich wollte gerade sagen, mit ein bisschen Glück könnte hier kein Regen gewesen sein. Aber ein bisschen Glück haben wir nicht. I do be taking some of those though. Frongus. Gibt es einen mehr oder weniger official way up? I don't think so. Welp. Ui, warum habe ich kein Schild ausgerüstet? Ah, Regen. Alter, Yonobo geht mir so auf den Sack. Gut, Regen ist vorbei, danke.
Ah, man kann dann an den Früchten wahrscheinlich erkennen, was die für Pfeile schießen. I do indeed not. Moin, Jane. Das Reaper-Ding hat basically keine Range. Holy shit, hab ich wieder auf die Fresse bekommen. Na, Jane? How are you doing today? How is life? You still breathing? La Bumba. She-Hulk, ich habe nicht sonderlich viel Gutes darüber gehört. In which case I mean absolutely nothing good. Aber, ne? Cool thing. I hate it. Die sind wahrscheinlich noch weiter oben, ja. Below me, okay, aber ich gehe mal davon aus, die Gegner sind eher da oben. Kann ich eigentlich Gegner in die Luft werfen und die bekommen dann Fall Damage, wenn sie auf dem Boden aufkommen würden? Weil die haben ja keinen Paraglider. Und Fall Damage existiert, soweit ich weiß, auch für die Gegner, weil manche Gegner kill ich ja, indem ich sie einfach runterschmeiße. Ich frage mich, ob wir so ein hier Cape Space Program Launcher bauen können. That would be pretty cool. So, jetzt muss ich mal kurz fragen, ne? Das ist ein... Also hier ist das Monster Camp. Aber das hier zählt als eine Monster Force, die mir angezeigt wird. So, where are they? Where did they go? Den hat einer runtergeschmissen. Mandalorian rewatchen. Immer noch im Star Wars Feeling oder warum? I mean, hey, why not? I guess. So, nur noch die große Festung.
hat eine dritte Staffel mittlerweile. Nice. Ich habe nicht eine einzige Staffel geguckt, weil ich keine Serien angucke. So, that's great, I guess. Cool. Listen, I can abuse you. Was einst schnell runtergefallen ist, kommt auch schnell wieder hoch, mein Junge. You could do that again and again and again. Nur Sperre Stun. Ich habe gedacht, ich kriege ihn gestunt. Nein, kriege ich nicht. Hat ihn null interessiert. Danke, Link. Warum versuche ich überhaupt dahin zu gehen? Du kannst sowieso nicht da stehen bleiben. Dabben! Funny moment. Ich will in die Richtung gucken. Irgendwo ist noch ein anderer. Na wohl, der war schon ein sehr großer Teil von dem Leben. Na, noch ein paar sind's. Go-Go Gadget, Klatsche. So, also das waren zwar alle Gegner, aber as you might have realized, it isn't over. Ne, ich nehme das Ding hier. Because fuck you. Meines
Wissens nach haben wir jetzt eigentlich alle Monster Forces besiegt. Aber, obwohl wir wissen, dass hier irgendwo ein Schrein ist, haben wir bisher noch keinen. Vielleicht gibt es noch mehr Monster Forces. Could be. Genau, ich bin auf jeden Teil. Okay, er ist irgendwo versteckt und nicht freigelegt werden. Es ist kein Challenge-Schrein, der erst auftaucht, wenn er zu sehen ist oder sonst noch irgendwas. Below. Okay, das habe ich mir schon gedacht, dass es irgendwo unter mir ist. Dann müssen wir mal den Eingang finden. Dann wahrscheinlich der Hauptpunkt, wo die Piraten damals von Lorelane Village herkamen. Hört keiner. Na komm. Big Money. Ich habe den Dupe-Glitch nie verwendet. Von daher interessiert es mich nicht wirklich, ob er gefixt wurde oder nicht. Leute, die dupen, haben Small PP Energy. Oder sind Speedrunner. Eins von beiden. Da ist ein silberner Goblin. Bist du eigentlich ein anderer, wenn du ein Archer bist? Nein.
Naja, vielleicht wird er auch noch gefixt. Denkt ihr auch, was ich denke? Ich glaube, die Antwort ist ja. So, hier unten sind wir relativ alleine. Actually, wir haben Höhenadvantage. Ja, basically ein Turret. Basically. Perfekt. Brauchen wir dann gar nicht. Ah, wir kommen zum Kardinalsproblem. Ich will jetzt meinen Mega-Auftritt nicht verkacken.
Did you know that this machine is an active war crime? Just so you know. They are trying, they are really trying. Ich sag mal so, das Design ist noch nicht ganz perfekt, aber durchaus verwendbar. Warte, falsche Waffe. Das hier ist meine Destructive Weapon. Diskus. Also das ist so die optimale Beschreibung von work smart, not hard. Und das Schöne ist auch, weil wir so unglaublich viel Batterie haben, die Batterie, ob die klein ist oder gigantisch, braucht immer dieselbe Zeit, um von 0 auf 100 voll zu laufen. Das heißt, wir müssen nur minimal ein bisschen stallen, bevor wir, naja, wieder unsere komplette Scheiße in die Reihen entladen können. Which you might have already known is kinda busted. And I truly love it. Ich brauche halt eine weitere Schussbahn unten dran. Kann man die NPCs eigentlich nicht ausstellen?
Also das Design funktioniert zwar ganz gut, es hat nur das Problem, dass das Ding hier gerade die ganze Arbeit gemacht hat und die andere Seite hat nicht funktioniert. Das Gerät müsste sich zum Gegner hindrehen. Das Problem ist, dass dieser Stein, dieser Floating Stone, den kannst du mit einer Rakete gerade so bewegen. Ventilatoren machen da nichts. Also wir können den eigentlichen Stein nicht bewegen. Das ist so ein bisschen das Problem. Das ist basically einfach nur das... Ach fuck, jetzt habe ich zu viel bewegt, weil ich es dir zeigen wollte. Das ist basically dasselbe, als wenn es da dran wäre. Nur, dass es halt keinen Unterschied macht. Also es wird auf selbe hinauslaufen. So hast du aber halt zwei Active Heads, die sich verschiedene Ziele aussuchen können. Und im Endeffekt würde es halt nichts an der Rechnung ändern. Also das Ding, so wie es jetzt ist, ne? Es geht halt sehr hoch. Kann ich die Rakete irgendwie im, nicht 45 Grad, sondern... Wie heißen die Dinger, die Gegner anziehen? Das sind die hier, die Turret Heads. Construct Heads heißen die Teile. Also das guckt auf Gegner. Das sind die Dinger, die zum Gegner hinfahren. Die Turrets. Die kleinen Homing Cards. You know was? Ich glaube, das ist ganz okay, weil wenn es zu weit oben ist, um die Gegner zu sehen, kann ich es mit Rewind einfach ein kleines Stück zurückziehen. Aber interesting, dass, obwohl es eigentlich jetzt sich gerade keine Bewegung macht, keine neue Information speichert. Oder immer noch neue Information speichert, so rum eher. Ja, aber das dürfte eigentlich funktionieren. Ziemlich safe sogar. Alright, das haben wir im Autobild, ne? Genau.
Ich kann dir die Frage leider nicht beantworten, weil ich deine Malerei nicht interpretieren kann, leider. You know what, ladies and gentlemen? You deserve to see what he sent me. He tried. He really tried, yeah. Sadly, I don't understand what he means. So, yeah. Anyway. Sorry, aber ich weiß leider wirklich nicht, was du mir damit sagen möchtest. Die Beams können nicht so ausgerichtet werden, wie du die Heads da oben drauf gemalt hast. Oder ich interpretiere es. Ich habe nicht erkannt, dass das Stacheln sind. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich wahrscheinlich irgendwas extrem falsch verstehe bei deiner Malerei gerade. Ah, stimmt, den Typen da oben haben wir den schon ausgenommen. War da nicht einer? Warum war Tulin gerade nicht? Ah! Danke, Jaden, dass du mich gefragt hast, ob man die Singer ausschalten kann. Yes, you can. Und eine Hoverplattform. Dann in der Mitte eine Säule. An die Säule die Köpfe und an die Köpfe irgendwas Flaches und dann die Beams. Ja, aber das macht doch keinen Unterschied. Du kannst dann einfach nur mehr da dranhängen. Dann könntest du genauso sehr einfach dieselben Sachen stacken. Ach Mann, warum kann man das nicht sofort aktivieren? Es geht mir auf den Sack einfach nur gerade. Also ich glaube zu verstehen, 21, was du meinst, aber es macht keinen Unterschied. Außer, dass es einfach nur anders aufgebaut wäre. Oder ich verstehe immer noch nicht, was du mir sagen willst. In which case, ja, deal with it, I guess. Ja, yeah, anyway. What? Warum mache ich es mir eigentlich selber so schwer? Ich nehme einfach einen Scheißeffekt von hier drüben. Doch da hoch. Money. Wir nehmen die erstmal komplett aus. Naja, die sind tot, also theoretisch gesehen. Es ist nicht sie ausnehmen, es ist die Spoils of War entgegennehmen. Jetzt nimm doch! Hallo? Also manchmal ist die Collection, der Collection Radius von dem Ding completely garbage.
Blessing? Fragezeichen. Das meiste. Die Gerudo-Region fehlt noch. Aber das mache ich auch erst noch. Ein, zwei Sachen bei den Koroks fehlen noch. Das war nicht, was ich gedrückt habe. Den Großteil haben wir. There you go. Basically alles, bis halt auf das Ding da oben, aber das wird bald kommen, weil wir ja die Schreine jetzt machen. Das hier ist die Gerudo-Region, ne? Die schiebt man noch ein bisschen auf. Und Eventide bin ich gerade. Naja, weil genau hier ebenfalls noch ein Bereich ist, der nicht fertig ist. Allerdings, naja. Wasser ist unter Tage eine Sache, die ich nicht durchqueren kann, weil da Wände sind. Also kann ich Eventide nur von hier erreichen. Ha? Hallo da. Ja, sind die Pelze, die er attackt haben, habe ich mir schon gedacht. Oh ja, by the way, habe ich schon. They are eradicated. Oh. Alright. Quest angenommen, Quest abgeschlossen. Na? Ich sehe es nicht, weil es zu dunkel ist, aber der Name und die Kiste da sagt mir alles, was ich wissen muss. Ja, wir sind in einem Kolosseum. Interesting. Do you mind? Bevor ich das Kolosseum mache, möchte ich erstmal dafür sorgen, dass hier ein bisschen Licht ist. Könnte das hier, keine Ahnung, so ein Lionel-mäßiger Kolosseum sein? Weil wir haben Lesalfose und wir haben Moblins.